Und es ist wieder Jack Wilford, der da hinzugeht und gejagt wird von Sam Ensinger, Lücke, Steve Esma und Kevin Lück. Aber vorne der Mann von der Insel. Dafür Lücke, Steve Esma hat schwer zu kämpfen gehabt, das Bike zu halten. Aber bleibt auf der Position dann Kevin Lück und Tom Meyer. Tom Meyer bleibt auch bei 0-10 an.